Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast zu einer Ausgabe, in der es um eine Marke geht, die ich wirklich faszinierend finde, und zwar im Hinblick darauf, dass ich zunächst recht ambivalent der Marke gegenüber war, mittlerweile aber schon 4 Uhren in der Hand hatte und sehr, sehr angetan bin von dem, was man dort für sein Geld an Qualität uhrenmäßig bekommt. Es handelt sich um Dekla. Heute geht es um die Dekla Military Vintage, eine Uhr, die gewisse Designanleihen bei Panerai hat, aber auch sehr, sehr eigenständig ist. Ich zeige euch das alles im Video im Detail und freue mich sehr auf eure Kommentare. Ich freue mich auch, wenn ihr ein Abo dalasst, falls noch nicht geschehen. Und sagt mir gerne, was euch an der Uhr gefällt, was euch nicht gefällt. Und es kommen noch 4 weitere Uhren zu Dekla, die in den jeweilig nächsten Wochen kommen. Ich hoffe, ihr freut euch darauf. Und jetzt geht's los mit der Vintage Military. Bei der Vintage Military kann man den Ursprung nur schwer verleugnen. Natürlich hat die Uhr vom Ziffernblatt und der Gehäuseform eine gewisse Nähe zu unterschiedlichen Panerai-Modellen, insbesondere auch mit dem California Dial, mit dem Mix aus arabischen und römischen Ziffern. Allerdings sind diese hier anders angeordnet. Auf der 12, 3, 6 und 9 Uhr Position haben wir römische Ziffern. Der Rest des Ziffernblattes ist mit arabischen Ziffern versehen. Die Gehäuseform erinnert an Panerai. Allerdings sind die Hornanstöße ganz anders gezeichnet und ganz anders designt, sodass ich dieser Uhr aus meiner Sicht wirklich ausreichend Eigenständigkeit zugestehe, um nicht als Klon oder Duplikat oder Hommage oder was auch immer durchzugehen. Die Gehäuseform hat natürlich nicht Dekla erfunden. Die Military Vintage hat einen Durchmesser von 42 mm. Auf der Vorderseite haben wir ein innen entspiegeltes Saphirglas. Von Lag zu Lag ist die Uhr 50 mm. Ursprünglich waren es 52 mm, aber auf Kundenwunsch hat Dekla hier nachgebessert, eine Version 2 entwickelt, die kürzer ist. Die Höhe der Uhr entspricht 11 mm und die Bandanstoßbreite beträgt 22 mm. Angetrieben wird die Uhr von einem verzierten ETA Unitas 6498-1. Die Uhr hat eine Wasserdichtigkeit von 5 bar, was 50 Metern entspricht. Die Gehäuseflanken sind satiniert, die Krone ist poliert. Der Ring, der die Bodenglasscheibe hält, ist ebenfalls satiniert. Die Hornoberflächen sowie der Topring sind poliert. Die Krone ist nicht verschraubt, es ist eine Zug- und Drückkrone, was insbesondere bei einer Handaufzugsuhr wirklich angenehm ist. In dem hier vorliegenden Modell habe ich temperaturgebläute Zeiger und die Vintage-Leuchtmasse, die relativ dick aufgetragen ist. Hier an der Seite werde ich euch andere Modelle dieser Uhr einblenden. Es gibt sie auch mit weißer Leuchtmasse und Dekla bietet diese Uhr auch mit massiv weiß-goldenen oder massiv rot- oder gelb-goldenen Zeigern an. Man kann also hier unterschiedliche Varianten wählen. Das Ziffernblatt ist ein schwarzes Ruthenium-Silber-Ziffernblatt, was ein bisschen funkelt und glitzert. Leider habe ich das in dem Video nicht so gut einfangen können, wie es in Natura wirkt. Es ist also kein planes, glattes Ziffernblatt, sondern ein Ziffernblatt, was wirklich ein kleines bisschen das Licht reflektiert und ein bisschen funkelt. Gefällt mir wirklich ausgesprochen gut. Das Gehäuse, das Ziffernblatt und die Zeiger werden von Dekla im Hause selber hergestellt. Das hat mir Juri, der Geschäftsführer von Dekla, in mehreren Telefonaten bestätigt. Und was ich persönlich sehr positiv überraschend fand,
war in fast allen Telefonaten, die wir geführt haben, hat er gesagt, dass es ihn freut, dass ich über seine Uhren ein Review machen möchte. Aber was ihn viel mehr interessieren würde, wäre meine Meinung, was mit den Uhren nicht stimmt und was er verbessern kann. Und als ich dann sagte, naja, aus meiner Sicht sind das sehr gute Uhren in der jeweiligen Preisklasse, war seine Antwort, das ist nicht mein Anspruch. Ich möchte eine gute Uhr sein in der nächsten oder übernächsten Preisklasse zum gleichen Preis. Und das fand ich schon wirklich beeindruckend und man merkt es auch. Ich möchte aber mal kurz gucken, wie diese Uhr mit 42 mm Durchmesser und 11 mm Höhe an meinem Handgelenk aussieht. Dafür muss ich meine Botta Uno ausziehen. Hier nochmal im Vergleich. Links die Botta Uno mit 40 mm, rechts die Dekla Military Vintage mit 42 mm. Also der Unterschied sieht gar nicht so groß aus. Ich kann guten Gewissens sagen, dass sich die Dekla an meinem Arm wirklich wohlgefühlt hat. Das von Dekla verbaute Lederband ist übrigens richtig dick und fett und trotzdem sehr angenehm zu tragen. Und wie ihr sehen könnt, die Uhr sieht wirklich klasse aus. Also ich habe sie wirklich genossen und fand sie sehr, sehr angenehm am Arm. Und wie ihr später im Video sehen werdet, auch die Nachtablesbarkeit ist wirklich gut. Ja, Juri von Dekla hatte mich ja gebeten, mir Gedanken zu machen, was mir an der Uhr aufgefallen ist bezüglich Verbesserungspotenzial. Zum einen glaube ich, dass mir persönlich der Stundenzeiger ein klein wenig zu lang ist, aber das ist wohl dem historischen Vorbild geschuldet und bleibt so. Mir ist aber auch aufgefallen, dass die inneren Enden der Hörner sehr spitz und scharfkantig sind. Man kann es zum Teil auch am Band sehen, dass da ein klein bisschen am Band radiert wurde. Das ist Dekla bekannt und da wird für die Folgemodelle bereits an einer Lösung gearbeitet, dass diese Ecken nicht mehr so scharfkantig sind. Die Krone zieht sich sehr weich auf, lässt sich allerdings etwas schwerer ziehen. Sie ist poliert und damit ein bisschen glatter als eine Krone, die eine andere Form oder eine andere Rivelung hat. Finde ich persönlich nicht schlimm, es ist mir nur aufgefallen. Das Werk finde ich klasse. Eine höhere Wasserdichtigkeit von 10 Bar würde ich mir persönlich auch wünschen, wobei ich natürlich nicht beurteilen kann, ob und inwieweit das mit der Wasserdichtigkeit ein Problem sein könnte bei Handaufzug bzw. auch der relativ geringen Bauhöhe von 11 mm. Ja, ich glaube, keinem von euch ist aufgefallen, dass zwischen 1 und 2 Uhr ein minimaler Fleck auf dem Ziffernblatt ist. Das ist der Grund, weswegen diese Uhr niemals in den Kundenverkauf gegangen ist. Ich hätte es nicht gesehen, wenn Juri mich nicht mit der Nase darauf gestoßen hätte. Wie sieht nun diese Uhr bei Nacht aus? Ja, schauen wir uns die Uhr einmal an. Machen zunächst mal das erste Videolicht aus. Ja, da ist es. Dann machen wir das zweite Videolicht aus und werden feststellen, dass die Uhr auch nachts eine wirklich gute Figur macht. Sehr klar ablesbar. Mir gefällt der Wechsel zwischen römischen und arabischen Ziffern in dieser Anordnung sehr viel besser als bei einem typischen California Dial, wo eine Hälfte römisch, die andere Hälfte arabisch ist. Ich mag das in dieser Anordnung lieber. Vor allen Dingen ist es auch etwas anderes als die Kopie von etwas, was es schon einmal gegeben hat. Die Uhr ist aus allen Blickwinkeln sehr gut ablesbar. Aktuell verwendet Dekla die X1-Leuchtmasse. Also auch hier wird nicht gespart, sondern wirklich nur das gute Zeug genommen. Was möchte ich sonst noch zu der Uhr sagen? Naja, die Varianten habe ich euch schon eingeblendet. Die Uhr passt auch an einen kleineren Arm. Sie kostet aktuell 860 Euro, lässt sich in verschiedenen Varianten noch aufrüsten mit Weißgold oder gelb-goldenen Zeigern. Es gibt die Möglichkeit, auch weiße Leuchtmasse zu verwenden. Insofern eine Uhr, mit der man nicht viel verkehrt machen kann und die viele Geschmäcker trifft. Bis dahin, tschüss, euer Axel.